willkommen zu Diablo. Mir. Oh. Wir haben wieder normalen Zustand hier. Und jetzt können wir mal schauen, ob es hier irgendwo diese durchtränkten Wucherungen gibt. Ah. Hab ich da gerade... Ring. Okay, komischer Ort hier. Keine Ahnung. Wo die sein sollen, wie man die sammelt. Ins Wasser geht's nicht rein. Ist halt auch ein großes Gebiet, was man so sieht. Sehr seltsam. Bin ich überhaupt richtig mit dem? Ja, super. Ich sehe da nirgendwo irgendwas. Durch nächste Wucherungen. Super, hier in dem Haus habe ich schon mal eins. Jetzt müssen wir noch mehr solche Häuser finden. Hier. Nee. Damals Kinder rausstellen da. Und Bucherungen. Jetzt ergibt es alles irgendwo einen Sinn. Schuppen. Gibt es da unten ja auch was? So. Oh, hier unten gibt es nichts. Hätte ja sein können, so als ja Special Behausung. Also gut, dann gucken wir mal weiter. Hier oben wird es ein oder andere Haus geben. Da ist die verlassene Küste, okay.
Hier waren wir ja schon gewesen. Dem Haus. Gibt doch in jedem Haus nur eins. Okay. Dann haben wir... Ah. Drei. Ist hier irgendwie noch was drumherum? Auch nicht. Da waren wir ja schon drinnen. Da hätte man auch wirklich irgendwelche Eckpunkte markieren können. Das haben wir da lang. Ja, ganz schön aufwendig. Hier unten war ich noch nicht gewesen. Was ist denn mit dem Typen da? Ist auch ständig da. Da, Mann. So, noch eins. Rucksack. Da ist halt auch gar nichts. Da nochmal hier drüben gucken. Ich habe mich gar nicht nach diesem Zeug geguckt, nach diesen schwarzen. Da. Nee, auch nicht. Baumstumpf. Das ist halt echt alberner. Hier jetzt ewig in der Gegend rumrennen, so einen Scheiß zu finden, zu suchen. So, hier unten. Da ist nix. Truhe. So. Keine Ahnung. Jetzt muss ich tatsächlich mal dahinter laufen. Und das Ende. Das sind jetzt die Hänge. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte sein soll. Ja, gibt es denn keinen Hinweis irgendwie? Irgendwie nicht, ne? Also gut. Da gibt's nichts.
könnte ich auch mal gucken, ne? Was er noch rumklotzt. Da unten wird wohl nichts sein, ne? Hier kommen sie her. Die Ertrunkenen, meine ich. Keine Ahnung. So, das ist die verlassene Küste. Muss wirklich? Es gibt so nicht, kann nicht sein, dass es so schwierig ist, es zu finden. Ah, super. Vergrabene Urne. Ich pack's nicht. Ah, hier hinten kann ich wieder, oder? Da will ich gar nicht hoch. Und hier hinten sind die verfluchten Hänge. Unglaublich. Hauptsache ein Rüstungsständer steht da rum. Ah. Ich glaube, mehr finden wir hier nicht. Ja, am Arsch der Welt. Das reicht nicht. Suchen wir am Strand westlich von hier. Da sollte etwas zu finden sein. Oh je. Suchen wir am Strand westlich von hier. So, was genau? Armer Mann. Die Leiche ist so aufgedunsen, dass ich nicht sagen kann, ob ich ihn kannte oder nicht. Wenigstens kann er noch etwas zu diesem Ritual beisteuern. Ritual? Ja. Ich habe es von meiner Mutter gelernt, bevor all das passiert ist. Wir benutzen das Haar des Wichts, um ihn zu finden. Bei Lenit gibt es eine mächtige Druidenstätte. Trefft mich dort, sobald ihr könnt. Ich kann nicht mehr tragen. Wieso nicht? Also erstmal geht es zurück in die Stadt. Dann hier ausgemistet. Dann gehen wir zu der Druidenstätte. So. Das ist
dürfte ja ein Schild, immer diese Schilder. So, das hier. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir wollen. Also, auch wenn man sagt, Kuriositäten. Schmied. So. Dann haben wir das hier. Drei Stück. Nicht solange ich in der Stadt bin. So. Der sieht ganz gut aus. Aber ansonsten nur Schrott. Was war das jetzt? Okay. So. Das klingt gut. 92 Leben. Okay. Ich schmiede mehr als Hufeisen und Nägel. Was braucht ihr? Nichts. Wir brauchen definitiv nichts. Wir sind schon wieder 4 Quests offen. Und wir wollen hier oben hin. Ah ja, da drüben. Das ist ganz gut. Dann kann ich jetzt erstmal fertig machen. So. Das hier. Ach, nach Bannern müssen wir noch suchen. Ja, wie ist das alles hier irgendwie in derselben Ecke? So, Pferdchen. Auf geht's. Jetzt auf einmal. Und der hier. Ich bin einmal schlafen. Sehr schön. Da geht's lang. Nach oben. Tun wir schon. Gut, ihr seid hier. Seid vorsichtig. Dieser Altar ist leer. Ihr müsst das Haar nehmen und an jedem Schrein entzünden. Wenn das erledigt ist, haben wir eine Möglichkeit, den Wicht zu finden. Denkt daran, die Geister wollen uns nicht hier haben. Und jedes Mal, wenn ihr einen Schrein entfacht, werden sie nur wütender. Versucht nicht zu sterben. Ich will das nicht alleine machen. Naja. Dann merkt ihr das mal gut. Jetzt war nicht viel gemacht. Das war ja schon in. Hat man schon mehr gehabt. Das nächste. Ja.
Der letzte Schrein ist hier oben. Gesicht gemalt hat. Aber hier, die Inschrift. Sie führt uns zu ihm. Sein Versteck liegt nördlich von hier. Aber da ist eine Warnung. Es gibt eine Prüfung. Prüfung natürlich. Oder nicht? Natürlich. Es endet jetzt. Macht euch auf den Weg. Das will ich jetzt allein. Das will ich jetzt alleine machen, oder was? Also gut. Dann machen wir das halt. Das muss ja eigentlich auch egal sein. Oh, schön. Los. Da unten, na, das war mein Start. Sind du unten rein oder zu dem Versteck von dem Typen da? Die wohnen hier alle mit ihm zusammen oder was? Seid ihr bereit? Na klar. Warum fragen wir das, bevor wir tun, was getan werden muss, völlig unabhängig von unserer Bereitschaft? Gehen wir. Also gut. Dann tu mal den Dungeon säubern, so wie immer. So Leute. Auf geht's. Bin mal gespannt, wie dieser Wicht aussieht, dieser Wasserwicht. Ja, auf die Skelette ist halt Verlass, ne? Hin. Warte mal. Ein bisschen davon, dass wir ja eine Richtung laufen können. Nehmen wir auch gleich mit. Wir nehmen alles mit. Da bist du. Ah. Mutter? Harjadja, Kirimamato, Harjamanaya, Harjadjarogora. Aufhören! Hör auf! Ich bin nicht! Harjadjarimikarayaranto, Kurmadrani, Rioramachorayala. Es reicht! Ich bin nicht verbittert! Ich bin wütend! Und ich habe kein so weiches Herz wie du! Das ist das Ende! Können wir jetzt anfangen? Was ist los mit euch? Das war's schon? Ernsthaft.
Meister. Das wäre erledigt. Ich verschwinde. Ich will nicht hier herumstehen und Trübsal blasen. Aha. Ja gut, ne? Kann man so machen? War jetzt halt nicht so der Bringer gewesen, die Quest. Wenn ganz schön viel drumherum mit dem ganzen Haargesammel und ganzen Blödsinn. Dann gibt es noch nicht mal einen richtigen Kampf da unten. Schild nach. Kriegst du die Krätze dauernd, das Schild hier. So, wir suchen jetzt den Typen hier noch. Bevor es nach Hause geht. Da ist noch eine Truhe. Verschlossen. Ah, weil ich keinen Schlüssel habe. Ich habe nur einen Schlüssel dabei. Jetzt weiß ich's. So, ohne Typen. Also, so wie es hier aussieht, kann man vergessen, dass er es da irgendwie geschafft hat. Keine Sorge, Gil. Unser Schiff hat sich mit dem blanken Hintern auf die Felsen der ewigen Wache gesetzt. Uns über die Felsen verstreut. Überall Blut und Holz. Ich habe es geschafft, Gil hier auf den Strand zu schleifen. Unmöglich zu sagen, was mit dem Rest passiert ist. Ja. So. Also gut. Dann müssen wir hier gucken. Das Lustige ist ja, wir kommen ja von dort. Da war die Höhle von dem Wicht. Also, schauen wir mal. Den Typen hier finden. Gibt reiner. Ich muss weitersuchen. Ich muss weitersuchen. Die ist lustig. Ich muss weitersuchen. Was mit dir? Ich muss weitersuchen. Fergus, ich schicke euch diesen Brief von einer fernen Küste, die ihr niemals sehen werdet. Ein Umstand, der mich äußerst glücklich macht. Die Flasche hat euch schon längst verschlungen. Euch den wenigen Verstand genommen, der in eurem Kopf herumschwappte. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Die Nörgelei, das sinnlose Herummachen. Ich verlasse Morrowind, meine Heimat, um euch loszuwerden, euer Unglück loszuwerden. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Na dann.
So, sehr schön, dass die beide hier wohnen. Kiowaschat, perfekt. Da geht es im nächsten Teil weiter. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.